Wer einmal Asterix gelesen hat, weiß so ungefähr, wie es in einem keltischen Dorf zugeht. Es gibt Werkstätten für Handwerker wie Automatix und Verleinix. Die Häuser ruhen auf massiven Holzpfeilern. Die Wände sind ein Flechtwerk von Ästen und Lehm. In einer der Hütten wohnt Miraculix. Grausame Menschenopfer bringen die Druiden dar. Und doch bezeichnet sie der antike Gelehrte Strabo als weise Männer, die Streitigkeiten schlichten. Und sie wissen alles über die Heilkräfte der Natur. Kochst du dann daheim auch viel mit den Kräutern? Ja, ich habe mir das jetzt angewöhnt. Das ist einfach, das Essen kann man viel besser verdauen. Es schmeckt ja ganz anders. Also es ist auch besser einfach. Ja, das ist, man hat ganz andere Geschmacksgrundlagen dann, wenn man mit den Wildkräutern kocht. So, und was? Und das schmeckt auch viel besser. Heute möchte ich dir was ganz was Besonderes zeigen, was hier wächst. Ah, da ist er schon. Das da haben wir unseren, ja. Schauen wir mal da drüber. Das ist ein ganz besonderer Trockenrasenkünstler. Hier rum sieht man, das ist ein Magerrasen. Ja. Und das ist für unser Altmühltal typisch. Aha. Wir haben viele Hänge, viele Trockenrasenhänge. Die werden von den Schafen beweidet. Teilweise werden sie auch entbuscht vom Landschaftspflegeverein. Und was sehen wir da jetzt? Was ist das für ein Das Kraut? Ist ein wilder Thymian. Riech einmal dran. Sehr gut. Riech einfach reiben. Wenn man reibt, dann riecht man am besten die ätherischen Öle, dann werden die frei. Und dieser wilde Thymian, der ist schon zur Zeit der Kelten im Altmühltal gewachsen. Der wilde Thymian ist für ein Ritschert hergenommen worden. Was ist ein Ritschert? Ein Ritschert, das ist ein traditionelles Gericht aus Saubohnen, also aus Bohnen und Fleisch. Und zum Würzen haben sie nur diesen Thymian hergenommen. Jetzt zeige ich dir noch einen ganz besonderen Strauch, unser Holunder. Ja, aber das ist ja nichts Besonderes, oder? Den gibt es doch überall. Ja, den gibt es überall. Der ist seit jeher ein treuer Begleiter des Menschen. Aber der ist schon was ganz was Besonderes. Und warum? In der vorgeschichtlichen Zeit war das sogar unter Todesstrafe verboten, einen Holunder abzuholzen. Also es war für den ganz ein besonderer, magischer Baum. Der hat sie beschützt. Das war ein Schutzbaum, der ist rund ums Haus gewachsen. Die Vögel verbreiten ja den Strauch. Und die Hollerblüte, da musst du mal dran riechen. Die riecht ganz fein. Ja, super. Und das haben unsere Vorfahren, die Kelten, haben ganz viel Met getrunken. Das ist dieser Honigwein, dieser alkoholhaltige Honigwein. Die obersten Stammesfürsten, die haben sie in große Hügelgräber begraben. Und sie haben ihnen bis zu 20 Kegelhalsgefäße mitgegeben, damit sie auch im Jenseits essen und trinken können. Und da haben wir so Reste von Met gefunden. Mit dem Holunder drin auch? Mit dem Holunder oder eben mit dem Mädesüß mit drin. Holunderholz haben sie auch hergenommen für eine Stalltüren, damit die besonders geschützt sind. Die haben ja an allerhand Geister und schlechte Geister und Götter glaubt. Und damit das ein Holunder war, ein Schutzbaum, dann haben sie einen Holunderriegel an die Stalltür gemacht oder Holunderblüten in den Stall reingehängt. Und warum ist gerade der Holunder so ein Schutzbaum? Es könnte ja auch die Kirschbaum sein oder was weiß ich, Weideröschen oder irgendwas. Ja, wahrscheinlich, weil der Holunder, der hat weiße Blüten, das verkörpert das Licht, und dann hat er schwarze Beeren, das verkörpert das Dunkle. Also er hat so alles so in sich, vielleicht ist er deswegen ein besonderer Schutzbaum. Es sollen auch da drin die Geister und Feen wohnen. Und wenn man zur Sommersonnenwende sich unter einen Holunderbaum setzt, was passiert dann? Dann kann man die Geister und Feen sehen. Aber man muss aufpassen, dass man nicht in denen Reich kommt und nicht mehr zurückkommt. Im Reich der Holundergeister möchte ich lieber nicht verschwinden und werde deshalb das Sonnenwendfest im nahegelegenen Riedenburg feiern. Ein kleiner Zeitsprung, knappe 10 Kilometer lang. Und schon bin ich weg von der Welt der Kelten und im Mittelalter angekommen. Und das wusste und weiß richtig zu feiern und Shows zu inszenieren, die Spaß machen.
Ob die Raketen die bösen Geister verscheucht haben? Wolken und Regen haben sie nicht vertreiben können. Und so bin ich wieder allein auf meinem Weg. Abgesehen von Riesen, die sich nicht ums Wetter kümmern. Eine Himmelsburg hoch über allem, seit fast 1000 Jahren Schloss Brunn. Eine Abschrift des Nibelungenliedes wurde hier gefunden. Eine andere Sage erzählt von der schönen Tochter des Schlossherrn. Nur der sollte sie zur Frau bekommen, dem es gelang, einmal um den steilen Burgfelsen zu reiten. Abgestürzt sind sie alle. Bis einer kam, der tief unten im Tal den Grundfelsen entdeckte, den er gefahrlos umritt und die schöne Tochter heiratete. Fazit: Oft muss man sich erst von etwas entfernen, um ihm auf eine andere Weise nahe zu kommen, es richtig zu erkennen. Das gilt auch fürs Wandern. Sich zu verlaufen hat manchmal auch seinen Sinn, weil man Neues, Unerwartetes erfährt. Ich bin auf der Suche nach einem ganz besonderen Haus, in dem einmal der Henker gelebt hat. Das Felsenhäusel bei Essing. Heute ist sein Museum. Hermann Schäfer hat es eingerichtet, es ist sein Lebenswerk. Er erinnert sich, wie er das Haus zum ersten Mal sah. War das ohne Strom, ohne Wasser? Ohne Strom. Alte Hütte. Die haben aus den Dachrinnen haben die einen Kaffee gemacht, aus dem Regenwasser. Weil das so arme Leute waren, das war 1953, so lange habe ich das schon. Und dann haben sie viel umbauen müssen, dass das mal gemütlich wird und wohnlich. Nein, dann habe ich das alte weggerissen. Aha, ganz neu gebaut. Und habe natürlich auch seinerzeit schon Sprengen angefangen. Weil ich ja in Wirklichkeit wollte, dass einfach der Giebel mit dem Felsen wieder in gleicher Höhe ist. Das heißt also, wenn ich wegen meinem Haus höher komme, muss ich nach unten. Ja. So, und jetzt war 53, ich sage Ihnen, ein Polizeiaufgebot da, wie wenn der Krieg losgehen würde, weil ich habe gesprengt wie sonst noch was. Nicht? So, und so habe ich da gebaut. In die 80er Jahre habe ich dann diese Frühstückspension gebaut. Dann habe ich den Teufel wieder geritten. Dann wollte ich Norwegen anbauen. Ich habe es Ihnen auch gesagt. Ich gehe zum Kreisbaumeister und sage, also gut, Otto, ich mache einen Plan, aber ich weiß gar nicht, wo ich hinkomme. Dann habe ich das alles geplant. Das heißt, also, das ist auch genehmigt worden. Nur habe ich dann diese Knochen gefunden. Was für Knochen haben Sie gefunden? Die Knochen aus der letzten Eiszeit. Und das waren Tierknochen vom Mammut und so weiter. Die letzte Eiszeit war vor 10.000 Jahren. Nicht schlecht. Und was ist hier? So, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass ich ja da weiter reingekommen habe. Ja. Und jetzt habe ich durch eine kleine Öffnung gesehen, dass das eine Tropfsteinhöhle ist. Weil Sie müssen sich vorstellen, das war alles zu. Mhm. Das, ja, ist mir schon war klar. Alles Felsen. Das war alles Felsen. So, und jetzt ist es so, dass ich dann da drüben rübergekommen bin und dann habe ich diesen Hohlraum gesehen und jetzt habe ich von vorn das weggesprengt. Das heißt also, das ist dieser Höhlenboden. Sie haben das alles gesprengt? Gesprengt und mit dem Kompressor weggearbeitet. So, und jetzt ist es so, dass eben an diesem Höhlenboden, da sind alte Knochen von Mammut, ich sage immer bis zu der Spitzmaß, war alles da drin. Ach, das Mammut, das sind dann Elfenbein, das ist dann Reste von den Stoßzahn. Da haben sie einen Zahn von einem Elefanten, das ist eine Rippe von den Elefanten. Ja, dann sind das die großen Röhrenknochen. Das sind ja Riesendinger. Und die Menschen und auch das Raubtier ist ja immer an das Mark rangegangen. Nicht? Also, so. Und dann was haben wir da vorne den Riesenhirschen. Der Riesenhirsch, der hat eine Geweihspannweite gehabt von 3,50 Meter. Seinerzeit, da hat es ja noch keinen Wald gegeben, das war Tundra eigentlich in dieser Eiszeit, eben vor 10.000 bis 20.000 Jahren. Und wie haben Sie das alles finanziert? Das ist ja wahnsinnig teuer. Ja, ja, haben Sie da staatliche Unterstützung? Nein, in Wirklichkeit, muss ich zugeben, ist das ein bisschen ein Hobby. Wissen Sie, ich sage es ganz deutlich, was am Felsenhäusl ist, das muss am Felsenhäusl bleiben. Ach, das so, ist schauen Sie, und das macht mir dann so einen Spaß, dass ich einfach diese Finanzierung, das habe ich alles selber gemacht. Das haben Sie alles selber? So, und dann müssen Sie sich vorstellen, der eine Professor sagt, er will eine Ausstellung. Sag ich, ja, Herr Professor, wo tun Sie meine Tierknochen hin? Da wollte der das auf dem Wirtshaustisch auflegen. Sag ich, nein,
da habe ich diese Vitrinen entworfen. Aha. Ich habe natürlich ein wenig gespickt von den Optikern, nur habe ich das alles viel zu aufwendig betrieben. Sie sehen ja, ein Glasschein, ein weißer Knochen auf einem weißen Glasschein, das lügt ja nicht. Ja, ja klar, und dann haben sie einen dunklen Untergrund. Ja, und so ist man halt vorgegangen. Und vor allen Dingen ist halt dann, ich will jetzt sagen, der Aufwand, das ist für mich dann Genugtuung. Ich verlasse Trias, Jura und Kreidezeitalter in der sicheren und beruhigenden Gewissheit, dass mir heute kein Säbelzahntiger mehr begegnen wird. Und auch keine Neandertaler mit Keulen in den zahlreichen Höhlen am Wegesrand auf Brautschau aus sind. Ich tauche wieder ein in die Welt des Mittelalters, die auch diesmal keine 65 Millionen Jahre, sondern gerade einmal 8 Kilometer und einen steilen Anstieg entfernt auf mich wartet. Mehrfach ausgezeichnet wurde der Wanderweg dafür, dass man auf ihm so durch die Zeit reisen kann. Heute ist mein letzter Wandertag. Noch einmal will ich einen der unglaublichen Blicke über das Altmühltal und seine verzaubernde Landschaft genießen. Mein Ziel, der spektakuläre Donaudurchbruch, verbirgt sich noch hinter der nächsten Hügelkette. Unten im Tal die längste Holzbrücke der Welt bei Essing. Manche erinnern daran, dass sie am 50. Geburtstag der Golden Gate Bridge eingeweiht wurde. Doch mir begegnen auf dem angeblichen Mekka des Brückenbaus nur wenige Pilger. Weltenburg, das Kloster ist ein passendes Ziel, denn Wandern ist auch immer eine Suche nach Sinn. Die Fähre dorthin über die Donau funktioniert ganz ohne Motor, nur mit einem Seil. Das Prinzip hat vor 350 Jahren ein Holländer entdeckt, der mehr als ich von der Mechanik Newtons verstand. Der Mann, der sie heute steuert, war auf allen Weltmeeren unterwegs, bevor er dann doch zur Donau heimgekehrt ist. Und immer noch vorne schauen und lächeln. So, jetzt so passt es. Immer noch vorne schauen. Und das Seil da oben, das zieht uns rüber, läuft das automatisch rüber. Das ist Gieren, das nehmen wir hinter uns mit. Aha. Das ist ein uraltes System. Wie lange machen Sie das schon? 10 Jahre. Jeden Tag? Fast. 6 Tage die Woche macht immer Spaß. Pass vorne. Dann ist er rechts so. 10 Meter müssen wir natürlich Wasser wegmachen. Fußwaschen ist bei uns immer Ostern. Ja, Ostern, gell? Tschüss. Servus. Macht's gut. Genau. Servus. Geht's im Biergarten? Ich komm gleich. Ich werd zu in einer Viertelstunde. Kilometer hat mich die gemächliche Altmühl begleitet und nun bin ich wieder auf dem Wasser und spüre in der Nussschale die viel kräftigere Strömung der Donau. Erleichtert bin ich, dass ich mein Ziel erreicht habe und froh, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe. Viel habe ich über die Geschichte meiner bayerischen Heimat gelernt, Begegnungen mit Menschen gehabt, die mir gegenüber sehr offen waren. Und auch wenn es kitschig klingt, es war eine atemberaubend schöne Landschaft, durch die ich gewandert bin. Einige Bilder davon werde ich mitnehmen. Es werden eindrucksvolle sein.